Servus Freunde, willkommen zu einem neuen Fohlenblocks-Video. Erstmal wünsche ich euch allen einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Jahr 2024 und viele tolle Videos, die ich hoffentlich für euch zaubern kann. Deswegen abonniert schon mal gerne den Kanal und folgt mir auch auf allen anderen Kanälen, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich habe mir für 2024 einiges überlegt und werde auch bei den meisten Spielen voraussichtlich dabei sein. Deswegen freut euch da schon mal auf sehr viel Content und ja, abonniert am besten, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sind heute beim Borussia Park, beziehungsweise besser gesagt beim Fohlenplatz. Gladbach spielt heute gegen die Eagles aus Holland. Einziger und letzter Test. Bevor es weitergeht, bevor die Winterpause vorbei ist. Es werden 4x30 Minuten gespielt, nicht 2x45 Minuten. Hat einfach den Grund, dass man ein bisschen mehr rotieren kann und einige Spieler, die jetzt lange angeschlagen sind, auch keine 45 bzw. 90 Minuten schaffen. Und ich finde das eigentlich eine ganz gute und spannende Idee. Ja, und ich werde euch wie immer mitnehmen und dann sehen wir uns gleich am Platz wieder. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Da habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen und viel Spaß beim Schauen. Okay.
Trainingsplatz und wo denke ich. Genau, dort aus. Gustav ist hier am Vollplatz. Borussia. Körperhennige. Torschütze. Unsere Nummer 25. Robin. Was sagen wir da alle? Nee, ich sag nie.
Lass ihn drin. Ja. Komm mal, Kirche in, Junge. Ja. Bam. Die zweiten Minuten von Abend kommen eine Halbzeit hier am Torhüterhaus. Borussia 2, Torhüter Eagles, Mühlen, 60 Minuten sehen wir noch, aber jetzt erst noch ein bisschen aufwärmen. Guten Appetit bei Pommes und auch Pommes, die wir hier passiert sind. Bis gleich! Come on, come on!
Ja, 2-0 rum. Nu, is dat hoe bij dat gaat te gaan? Ja! Zal ik me zo zorgen voor de halen? Ja. Rode kaart! Rood! Is rood, hè? Ik zet er nu toch mooi het hoekje, neem eens een bier mee. Ja, ja, klaar. Kom maar, dat is een Christus. Voor, geef maar. Dat is wat ze doen. Je moet dus 40 seconden blijven, geen oor. Ja, dat is zo een buffel. Ja, dat kan je maken. Ja, ja. Ja, als je blijft, denk ik, want dat is wat je fout dat had, nee. Ja, vor allem, ja, Theo, echt, da gehen wir Richtung China drauf. Und da fängt der zu meckern. Ja, wo spielt er denn das China da? Und ich finde, ich rufe raus, das ist doch wohl logisch. Ja, du hast ja auch gedacht. Thank you.
14. Spielminute. Neuer Spielstand am Fohlenplatz. Borussia. Go Ahead Eagles. So, Freunde, Spiel ist vorbei. Wir gewinnen mit 3:2. Gelungener Test in meinen Augen. Viele Verletzte zurückgekehrt. Ein schönes, attraktives Spiel gesehen. Die Eagles haben auch echt gut gespielt, hätten auch auf jeden Fall 3 Tore machen können, wenn nicht sogar noch mehr. Von uns hat sich keiner verletzt. Von den Eagles, glaube ich, leider ein Spieler in den ersten 30 Minuten. Dennoch fand ich das einen sehr gelungenen Test. Guter Gegner, gutes Spiel, am Ende gewonnen. Von unserer Seite keiner verletzt, kann man absolut nicht meckern. Viele Verletzte zurückgekehrt, sei es ein Ko Itakura, ein Jordan oder auch ein Stevie Liner. Und ja, das hat mich persönlich sehr gefreut, dass die bald alle wieder dazustoßen werden. Die werden eine extreme Verstärkung sein für unseren Kader. Und ja, ist immer schön, wenn Spieler aus so langen Verletzungen zurückkehren. Wer mir besonders gut gefallen hat, war unter anderem Hack, aber auch Hermann. In den ersten beiden 30 Minuten beide echt souverän gespielt. Ich glaube, Hermann sogar mit 2 Assists, Hack ein Tor. Player hat auch sehr gut gespielt.
Wer hat mir noch gut gefallen? Ich fand Walde tatsächlich auch sehr gut. Ich glaube, er war das erste Mal bei den Profis mit dabei. Und ja, sehr lautstark, viel kommuniziert, mutig gespielt. Fand ich auch echt gut. Fukuda natürlich sehr schön, dass er direkt in seinem ersten Testspieleinsatz für uns trifft. Hat auch gut Gas gegeben und von daher, wie gesagt, gelungener Test. Ihr könnt euch auch freuen, ich bin nächste Woche gegen Stuttgart auch wieder dabei. Gegen Bayern und gegen Leverkusen habe ich auch Tickets erworben. Wenn ihr da eventuell Tickets zu verkaufen habt, dann gebt mir gerne Bescheid. Ich wäre durchaus interessiert, vielleicht nochmal in bessere Sitzplätze zu kommen, weil ja, ich sitze halt bei beiden Spielen im Gästeblock und ich glaube, zum Film geht das besser auf jeden Fall, wenn ich mehr mittig sitze oder halt auf den neutralen Tribünen. Deswegen schreibt mir da gerne auf Instagram und TikTok. Lasst da auch eh gerne ein Follow da, genau wie hier auf dem YouTube-Channel. Kostet euch nichts und ihr werdet immer mit dem neuesten Borussia-Content versorgt. Von daher würde ich sagen, euch viel Spaß in der kommenden Woche. Schaut gerne nächsten Sonntag wieder vorbei, wenn es den Vlog gegen Stuttgart gibt. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute.